Mit Kavin Videoaufnahme. Kavin, der Fenstermanager von KDE, enthält viele nützliche Effekte. Ein Effekt ist, man kann Videoaufnahmen von der Arbeitsfläche machen. Um den Effekt zu aktivieren, klickt man auf das Symbol von KDE, Systemeinstellungen, auf Arbeitsfläche, auf den Reiter Alle Effekte und unter Verschiedenes setzt man ein Häkchen bei Videoaufnahme. Einstellen kann man den Speicherort und die Tastenkombinationen, um die Aufnahme zu starten und zu beenden. Mit dem Effekt Mausspur kann man Linien auf die Arbeitsfläche zeichnen. Klick auf Anwenden, Fenster schließen und die Effekte stehen zur Verfügung. Drücke ich jetzt die Tastenkombination Windows bzw. Linux-Taste, Steuerung V, wird die Aufnahme gestartet. Mit der Tastenkombination Shift, Windows bzw. Linux-Taste kann ich jetzt mit der Maus Linien auf die Arbeitsfläche zeichnen. Drückt man Shift, Windows bzw. Linux-Taste, F11, werden die Linien wieder gelöscht. Die Aufnahme wird mit der Tastenkombination Windows Taste bzw. Linux Taste Steuerung V, also die gleiche wie bei der Aufnahme, beendet. Im Verzeichnis Dokumente findet man die Aufnahme im Format CPS. Ein gewöhnlicher Videoplayer kann mit dem Format nichts anfangen. Um die Datei in ein anderes Format umzuwandeln, müssen zwei weitere Pakete installiert werden. Capseo und FFmpeg 2 Teora. Man öffnet ein Terminal, zu finden unter Programme, System, Terminal und gibt den Befehl sudo, Leerzeichen apt-get, Leerzeichen install, Leerzeichen capseo, Leerzeichen ffmpeg 2 Teora, Enter ein, gibt sein Passwort ein, wartet bis die Pakete heruntergeladen wurden und installiert sind und wechselt dann ins Verzeichnis Dokumente mit dem Befehl cd, Dokumente, Enter und gibt ein cps, record, Leerzeichen, minus i, Leerzeichen, kavin-video1.cps, das ist die schon vorhandene Datei im Verzeichnis Dokumente, Leerzeichen, minus o, Leerzeichen, kavin-video1.y4m, Enter. Das dauert jetzt ein Weilchen. Jetzt gibt man noch den Befehl ffmpeg 2 Teora Leerzeichen kavin-video1.y4m Enter ein. Jetzt wird das Video in das Format Org Teora umgewandelt. Der Videoplayer kann jetzt das Video im Org Teora Format abspielen. Das ist die Datei mit der Endung OGV. Einfach Klick drauf und schon wird das Video im Dragon Player abgespielt. Ciao und viel Glück!